möchte Sie ganz herzlich zum diesjährigen Deep Tech Award begrüßen. Wir haben über 120 Startups im Bereich der Blockchain. Wir haben 250 Unternehmen im Bereich der Cyber Security oder Digital Security. Wir freuen uns natürlich total. Wir haben auch gar nicht damit gerechnet. Wie alle Startups immer versuchen wir halt überall mitzumischen und bewerben uns hin und wieder bei Awards. Und es ist natürlich immer toll, wenn man dann dabei sein darf und dann sogar noch gewinnt. Tipptopp. Und dafür natürlich auch noch hier, dass es in Berlin ist, wo wir sitzen, bedeutet uns einiges, dass wir so ein bisschen auch in der lokalen Startup-Szene da ein bisschen Präsenz finden können. Das ist schon cool. Nia Herz. Nia Herz. Wieder sehr interessant zu sehen, wie viele tolle Innovationen in Berlin entstehen können und wie groß unsere Auswahl ist, wenn es darum geht, jemanden zu prämieren, der eine vielversprechende technische neue Lösung entwickelt hat. Von daher bin ich wie immer sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Macht ja. Herzlichen Glückwunsch! Ich glaube, da kann es jemand gar nicht glauben. Ich freue mich heute jetzt bei dem Deep Tech Award 2022 im Spindler und Klatt mit dabei zu sein. Und heute haben wir in dieser Kategorie Social Sustainable Tech ein Produkt prämiert, Macht.Sprache, was eine Plattform ist, die unterstützt für die gendersensible Übersetzung. Und darüber freue ich mich sehr und freue mich auch auf die nächsten Deep Tech Awards und auch auf diese Kategorie, wo sehr viele Wettbewerbseinreichungen definitiv auch eingeschickt werden. Wir bieten Unterstützung für politisch sensibles Übersetzen, aber wir haben unsere App so gebaut, dass auch Leute sich daran beteiligen können und mit der Beteiligung einfach ja, das Ganze auch mehr für ihre Bedürfnisse gestalten können. Also ich denke, wir haben auch heute wieder gehört, wie wichtig es für Berlin ist, weil Berlin wirklich so viele Tech-Unternehmen hat und man sich ja auch überlegen kann oder man sieht an den Startups, man sieht an den Unternehmen, dass wir hier wirklich so geballte Expertise haben. Darüber hinaus haben wir auch wirklich eine sehr gute Ausbildung, also Hochschulen in dem Bereich, wir haben Forschungsinstitute und dieses Thema Deep Tech oder Tech an sich ist ja wirklich sehr präsent in Berlin. Ich finde gut, dass wir es geschafft haben, in Berlin unseren eigenen Deep Tech Award auf den Weg zu bringen, der zeigt, dass wir in Berlin eben besonderes Potenzial haben und die Unternehmen auch nach vorne stellen können, die wir geschafft haben, aus unserem Berliner Ökosystem heraus zu einer entsprechenden Größe zu entwickeln, die am Markt auch Relevanz hat. Der Gewinn bedeutet für uns, dass wir weiter an unserem tollen Projekt arbeiten können, dass wir weitere Entwicklungen jetzt auch nachvollziehen können, zum Beispiel für DeepL ein Plugin entwickeln und auch andere Sprachen eventuell auch einbauen, außer Englisch und Deutsch.